Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu der besten Show in dieser Welt, wie man sie nennen kann. Willkommen zurück zu Texit. wir sind gerade am Silberbarren brennen und ich muss nochmal gucken, wie das Lithium-Bayerchen hergestellt wird. Wir brauchen ja genau 4 Stück davon. Und ein Lithium-Bärchen wird hergestellt. 4 Glowstone, 3 Tin und 1 Silber. Drei Silber also. Okay. Warum geht das hier nicht? Ist es da. Oh, sag nicht, das ist das Falsche. Echt überlege, ob ich nicht einfach schnell sowas crafte, ne? Oder baue. Brauchen wir eh irgendwann wahrscheinlich gießend. Achso, warte mal, ich bin ja falsch. Hä? Alloy Smelter. Ah ne, warte mal, das ist da drüben. Also. 3 Silber was? Ne, 1 Silber. 3 Tin. Und 1, 2, 3, 4 davon. Haben wir noch Energie drin? Nee, oh. Ist eventuell jetzt gerade nicht die beste Situation. Ich baue nochmal schnell das da. Nimm schnell das da. Wir brauchen schnell mehr Energy. Oh, ich wollte gerade sagen, ist es jetzt verloren oder was? Das wäre jetzt kacke. Habe ich keine Kohle mehr irgendwie vielleicht auf Lager? Doch, hätte ich sogar. Wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Vor allem muss ich jetzt irgendwie Platz schaffen. Warte mal, ich schmeiß mal hier ein bisschen was ins Loch rein. Nee, warte mal. Die Eier kann ich gleich verräumen, oder? Die Eier müssten verräumbar sein. Und den Glowstone kann ich fürs Erste auch verräumen. Cobblestone kann ich verräumen. Dich kann ich verräumen. Ich habe halt so viel Scheiße mittlerweile gesammelt. Das ist halt echt ein Problem. Deswegen, ich brauche ein großes Lagersystem. Und das macht es mir nicht unbedingt einfacher. Ah, die Kohle hält. Könnt ihr, wenn das nochmal in die Höhle rennen? Aber wo war der da vorne? Das. Dauert das einfach? Was ist das denn? Ein Kalf. Ja, toll, jetzt sagt mir noch nichts, was es wird. Zink. Ach, Kohle. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Hier gleich geht's lang. Ja, hier ist Kohle. Brauch ein bisschen Kohlevorrat. Für unsere Energiewerke. Wir müssen eh schon, dass wir in der Zukunft das alles mit Lava machen. Mit Lava-Generatoren und so. Damit wir dort auf einer relativ stabilen, sagen wir mal, Basis stehen. Aber wenn wir dort nicht stabil stehen, ne, dann haben wir verschissen. Vor allem in dem Spiel, wo man Strom braucht. Und ich glaube, Lava wäre, wenn wir es teleportieren würden, aus dem Nether, eine sehr, sehr stabile Energiequelle. Ich denke nicht nur, ich glaube sogar sehr stark. Das ist cool. Es ist sogar alles nachgewachsen. Das ist cool. Mit dem Kälbchen. So. Das ist jetzt mal hier was auf Lager. Ja, perfekt. Bedeutet, wir müssen das jetzt. Wir brauchen 8 Kupfer. Warte mal. Haben wir 8 Kupfer dabei? Nee, wir haben genug Kupfer wahrscheinlich auf Lager immer noch. Ja, Kupfer. Haben wir zum Scheißen hier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, Kupfer, 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 2 Kupfer, Zahnräder, ein alles Mal. Da brauchen wir Gold und Redstone. 2 Redstone, ein Gold. Gold und das Redstone.
Und dann eine Basic Maschine. Also da brauchen wir, wieder Sand. Brauchen wir mal Sand? Warum habe ich eine Schaufel? So, Schaufelchen. Weg, weg. Du kommst hier mal rein. Du kommst auch hier mal rein. Hier noch irgendwo eine Ender-Lilly hinzusetzen. Ich weiß nicht mehr, wo das hingehören würde. So, ich brauche einfach nur Sand. Von irgendeinem Beach, wo es jetzt nicht wehtut, wenn ich sie gerade abgrabe. Da, guck mal. Da ist so viel Sand. Bisschen einfach zur Seite graben. Machen wir eine Beach-Vergrößerung, Verlängerung. Damit mehr Touristen an den Beach kommen. Nimm. Da ist sogar noch Clay drin. Und dann eine Boomberry ist doch zum Essen zwischendurch ganz mal nett. Da ist jeder auch mal wieder wach. Weil es schön knallt. So. Gummi können wir aktuell ignorieren. Die Technik, die wir jetzt entwickeln, ist ein bisschen höher. Genau, ich wollte Sand braten. So. Bedeutet, wir brauchen. Warte mal, ich muss nochmal gucken, wie das genau ging. Zinnrad. Habe ich Zinn? Ich werde sicher schon irgendwann mal Zinn gesammelt haben. Aber. Das ist wahrscheinlich kein Tin. Ist Tin Zinn? Ein Zinnrand. Ich denke mal, dass Tin Zinn ist. Ne, hier habe ich Zinn. Huch! Es gibt ja doch ein Zinnerz und ich habe es bloß noch nie gemacht. Aber, hä? Ach, das geht nicht zum Durch. Okay. Oh, Leutchen, das reicht jetzt aber dann schon. Bräuchte jetzt dann eher Zinnerz. Dankeschön. Jetzt können wir Sand verwahren währenddessen. Sand. Warum suche ich eigentlich Sand? Ich habe da vorne gleich 10 Tonnen Sand drin. Und ist Minecraft. Ja. So, da hätten wir schon mal 3. Ist doch Zinn. Nee, Tink. Warum heißt das denn Tink? Also wer hat sich denn da verzogen und hat es Tink genannt? Das heißt Zink, nicht Tink. Komm, bisschen flotter. Wir wollen, dass diese Folge noch hinkriegen. Dankeschön. Das hat sich irgendwie im Railcraft-Mod wahrscheinlich verschrieben. Sind es sogar voll die falschen Sachen, weil Tin ist Zinn. So, das ist jetzt Tin und aus Tin macht man Zinn und. Und keine Zinnrasen. So. Zack, 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 zack. Ein Pyfo, bla bla bla. Dings da Wumms da. So, der braucht jetzt auch Energie, kriegt Energie. Düngerslot. Und dafür muss hier Wasser rein. Bedeutet, ich muss noch schnell Wasser holen gehen. Gott, da passt viel rein. Eieiei. Deswegen gibt es wahrscheinlich die Wassertanks. Hopp und hopp. Dass man ein bisschen Wasser auf Vorrat ist. Ich weiß nicht, wie viel das braucht. Und dann können wir auch notfalls durch die Nacht durcharbeiten müssen. Wenn wir halt müssen, ne?
Das sollte fürs Essen reichen. So, wir müssen Seeds machen. Aus Pulver von den Teilen, glaube ich, war das ja. Und Sand. Bedeutet, die müssen wir durch den Crusher durchhauen. Flugstaub. So. Legen wir uns kurz schlafen. Da kommt nicht meine Überforderung schon wieder aufgesetzt. ja. Schauen wir mal schnell. Bedeutet, ich kann dich. Ne, warte mal. Aus dem Flugstaub muss ich. Jetzt muss ich wieder in der Platte. In Logistics rein. Add. Applied. So. Da muss ich diese rein Fluix Crystal, Fluix Keim. Und Fluix Keim mache ich auf Fluix Staub und Sand. Okay, kapiert. Ich brauche Sand. Und dann brauche ich wahrscheinlich wieder mein Glowstone, ne? Zack. Ah, guck an. Passiert da was? Ist es nicht so, dass es so auch geht? Energieverbrauch. Infuses nutrients and light into plants using redstone flux. Das dauert auch eine Zeit. Okay. Verstanden. Davon brauchen wir 4 Stück davon. Bedeutet, wir können nochmal aus. Wie war das? Redstone. Ich nehme nochmal die beiden. Oder warte mal. Es gibt doch gleich den Energizer. Warte mal. Es gibt diesen Energizer hier. Ladegerät. Okay, die brauchen eher auch die Teile. Okay, dann 2 Redstone. Und 2 davon. Weil dann können wir die verwenden. Haha. So. Zack. 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 Hex, Hex. Dankeschön. Wenn ich eh aus einem alleine schon das rauskriege. Obwohl, ich kann das aus den anderen Auswirk auch machen. Ne? Bedeutet, ich kann die eigentlich alle crushen und wachsen lassen. Weil ist gleich sogar besser, weil da kriege ich doppelt so viel raus. Ich bin Genie. Eigentlich nicht, aber das war jetzt echt ein Genie-Move. Es dauert zwar alles, aber dann haben wir danach mehr draußen. 4 Staub. Und aus 4 Staub und 4 Sand machen wir 8 von den Teilen. Und die 8 können wir da wieder reinhauen. So, jetzt haben wir 10 Auflagen. Schauen wir mal. Und die wachsen jetzt. Okay. Upgrade required. Aha. Also es dauert halt eine halbe Ewigkeit, aber dann wachsen die Teile. Dann können wir uns hier währenddessen schon mal an das Teil dran sitzen. Wo ist es denn? Im E-Controller. Dafür müssen wir aus der Presse, in der Presse, ein Silizium, warte mal, Silikon, Silizium, wie mache ich das aus? Quarzstaub. Gebrannten Quarzstaub. Ich denke mal, normaler Quarz geht auch. Brenne ich direkt mal. Mache ich mal 4 draus. So. Durch die Maschine durch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und dann wieder in den Verbrennerofen rein, oder? So, und das hier kann ich in den Verbrennerofen stecken. Noch ein bisschen Tink rausbekommen. So, zack, zack. Jetzt gerade alles ein bisschen aufgucken. Komm. Das schauen wir uns diese Folge noch an, wie das da, ob das da, wie viel da rauskommt. Weil es wäre natürlich genial, wenn sich nochmal verdoppeln würde. So, und dich muss ich mit einer Konstruktionsdruck. Konstruktionsdruck und Gravur. Konstruktion und Gravur. Gravur habe ich? Nein, ich habe nur eine von den beiden. Uff. Und die Gravur wird... Das ist, glaube ich, die eine, die fürs Gummi ist, ne? Die Gravur, ja. Manu!
das nicht die Gravurkonstruktion? Nee, Gravur Siliziumdruck. Oh Gott. Gravurkonstruktion. Da muss ein Diamant drauf. So. Es braucht aber sicherlich Energie. Bedeutet, das muss hier davor. Da ich aktuell zu faul bin, alles umzubauen. Wenn ich mir denke, ich tue das halt immer dahin, wann ich brauche. So. Da oben ist einer draußen. Jawohl, einer ist da schon mal da. Die Frage ist, wobei, dafür bräuchte man dann eigentlich einen Kontrollraum, ne? Dafür müsste man dann anfangen, neue Gebäude zu bauen. Und Himmelssteinblock mache ich mir aus kleinen Himmelsziegeln. Himmelsziegeln mache ich mir aus Himmelsziegel. Alles einfach alles dasselbe. Okay, davon habe ich doch eh welche gesammelt, oder? Nicht. Himmelsstein kann ich bestimmt zu Himmelsziegel braten. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich werde wahrscheinlich in der Pause dann schauen, dass ich die Silizium-Dings finde. Das ist ja wieder eine Woche Pause, ne? Und vielleicht kriege ich es hin, dass ich genug aufnehme. So, und Himmelsblöcke, perfekt. Bedeutet, euch kann ich hier durchbraten lassen. Ich hoffe mal, dass es der Ofen dahinter überlebt. Aber da wachsen sie schön. Ich stelle währenddessen zurück. Oh. Kacke, Inventar voll. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Ich tue mal das Kupferohr währenddessen hier hin. So. Oh Gott, es wird echt Zeit, dass wir Platz haben im Inventar. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.